ablegen! Hilfe! Wie viele noch? Zwei. Schön. Zwei ist machbar. So, einmal. Und den da auch noch. Und dann sind wir durch. Dann kommen wir endlich. Ich rufe die Mächte der Magie. Auf geht's. Als Brother Blood Trigon auferweckt, brauchst du die Hilfe der Besten, um ihn zu erledigen. Mhm. Trigon, der Vater von Raven. Das ist die Quelle des Bösen. Brother Blood hat sich drinnen verbarrikadiert. Mhm. Durch sein teuflisches Ritual wird Trigon auf diese Ebene kommen, wenn wir ihn nicht aufhalten. Zatanna, Dr. Fate und Raven werden dich drinnen treffen. Kämpfe für unsere Seelen. Zatanna ist aber, yeah. Das ist die heiße Dunkelhaarige in dem kurzen Rock. Also auf geht's. Die alle ihre Zaubersprüche immer dadurch ausspricht, dass sie sie rückwärts ausspricht. Die Tochter von Zatara Zatanna. Hey, diese ganzen Dämonen können gar nicht hygienisch sein. Sie nähren alle Blatts Ritual. Also mach sie fertig und entziehe seine Kräfte. Nee, die Tochter von Giovanni Zatanna, genau. Und eventuell Proben von gefallenen Dämonen sammeln könntest, um sie mit der Energie zu vergleichen, die du zuvor bekommen hast. Mach ich dann. Was ist das hier für ein Ding? Fantastischer Hallo. Auftritt. Hilf mir, diese Wollustdinger schnellstens loszuwerden. Wollustdinger. Klingt wie ein Brotaufstrich. Komm, folge mir. Nee, nicht. Ich muss hier die Sachen kaputt machen, weißt du? Ich bin hier der Kaputtmacher. Zu spät. Okay, das geht nicht. Ich bin auf diese Ebene geboren. Es lebe Trigon. Was? Wer? Wer quatscht denn da? Wenn ihr einer quatscht, bin ich das. Gibt's hier irgendwas zu finden? Sieht nicht so aus. Hallo, Mädels. Na? Haben wir alle Spaß oder was? Guck mal hier. Kabam. So, und dann geht er alle mal schlafen, wa? Das ist, sind so die Attacken, die sind am, einfach am geilsten, wenn desto mehr Gegner auftauchen. So. Und auch das hätten wir. Ja, komm, Bleib Fräulein, zurück. Mach auf. Ich kümmere mich um diese Barriere. Okay. Und in dem Outfit kämpfst du, sag mal. Nimm diesen Aufzugsschacht, um nach unten zu Raven zu gelangen. Und wie alleine? Sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Wo bist du hin? Immer dasselbe. Gefällt dir einmal eine Frau und zack, löst sie sich in Rauch das auf. Das war mein Essen. Immer dasselbe. Nee, Habgier ist nicht gut. Ich sollte mal wieder ins Fitnessstudio. Ich esse nie wieder Hotdogs. Und zwar öfters. Boah, Jungs, wenn ihr das so haben wollt, ne? Dann machen wir halt hier die große Fritzelblitzstunde. So, ich trink mal eben was. Und was haben wir denn da vorne? Ach, guck mal. So ein Dings. Ich würde sagen, wir setzen die erstmal alle unter Strom, die Jungs. Ach, da ist nur einer gewesen. Naja, auch gut. Was ist mit dem hier? Komm mal näher. So, haben wir direkt ein paar Leute mehr auf einmal von der dämonischen Besessenheit befreit. Hier, will einer Geld haben? Weg damit! Was ist mit dem Doc? Du siehst köstlich aus! Gibt's da keine... Du verdienst das Beste. Nimm es dir! Weg da! So, warte. Die heilen wir mal alle schnell. Möchte noch jemand Nachtisch? Mann, ich esse nie wieder Hotdogs. So, du sollst doch gar keine Hotdogs essen. Guck mal hier, da ein Kühlschrank für dich, Dicker. Bäm! In dein Gesicht. Und gütiger, was ist hier passiert? Ich weiß es nicht, Doc. So, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe da jetzt hier bestimmt gerade Trigons Blut. Das muss ich neu aktivieren, alles klar. Mach ich dann. Das ist die Quelle des Bösen. Brother Blood hat sich drinnen verbarrikadiert.
Durch sein teuflisches Ritual wird Trigon auf diese Ebene kommen, wenn wir ihn nicht aufhalten. Zatanna, Dr. Fate und Raven werden dich drinnen treffen. Kämpfe für unsere Seelen. Gibt's hier nirgendwo wieder so Notizen, die ich dann einsammeln kann? Ich meine, ich bin ja nicht hier jetzt... Hier wird's doch auch irgendwelche Besprechungsnotizen oder so geben. Nicht? Schade. Ah. Was hat's hiermit eigentlich auf sich? Ich meine, das wurde ja nicht gesagt, aber angezeigt werden die Teile mir trotzdem. Da ist ein Schutzschild vor. Hier liegen Kreaturen auf dem Boden, die alle irgendwie paralysiert sind. Na, was ist mit euch, ihr Ampelmänner? Die Bruderschaft wartet. Oh, Junge. Hört mal auf gerade. Wach auf und kämpfe. Oh, das ist aber echt nicht so gut. Wow. Wer greift denn da gerade so an? Wow. Bist du, hörst du wohl gerade mal auf? Oh, Junge. Boah! Alter! Wo ist da noch. Da ist noch einer über. Nee, mit dem will ich gerade noch nicht kämpfen. Ich will erst noch was trinken. Gibt's hier nicht irgendwo. Gibt's nicht irgendwo, nicht? Boah, krass. Was hat denn da so viel Schaden auf einmal plötzlich gemacht? Los, mach mal meine Drinks bereit hier. Lux. Och, Mann. Boah, du gehst mir auf den Keks, Mann. Boah, jetzt. Komm schon. Ich muss mich beeilen. Boah, oh, das war schon knapp, danke. Hä? Ich konnte irgendwas... das hier nehmen, oder was? Ja, toll, was soll ich damit? Geld. Habgier ist gut. Habgier ist gut. Wer sagt denn das? Wer quatscht denn hier? Kann ich hier nichts machen, sonst? Irgendwas einsammeln oder so? Ist gut. Okay, ja, an der Seite kommen wir nicht durch. Nimm es dir. So, dann beenden wir das Ganze schnell. Es kann dein sein. Ich habe vorher noch nie auch nur einen Cent gestohlen. Muss ja auch nicht. Nimm dir, was du willst. Lass mich zu, dass ja, das ich dir etwas wegnehme. Besitze mehrere Millionen. So. Ich brauche kein Kleingeld. Ich besitze mehrere Millionen, sagt er. Ist ja ein Arzt. Ist ja schön zu wissen, wie gut die Ärzte in Amerika bezahlt werden. Rauben wir die Bank aus. Also, solange dieser Lakai immer in der Nähe von denen ist, ticken die ja alle aus. Oh, der Doktor ist umgefallen. Sind hier auch noch welche, die auf dem Boden liegen? Nee, hier liegt keiner. Aber sowas. So ein mieser Pico, ey. Boah, Junge, ey, die sind echt hartnäckig, ne? Verkörperung der Sünde. Jetzt aber, jetzt geh endlich! Boah, verzieh dich, Junge. Okay, das krieg ich nicht kaputt, schön. Muss ja auch nicht sein. Kann ich damit den Typen ausschalten? Nee, noch nicht. Aber hiermit, Junge. Zwei Blasts davon und er ist weg. Lag hier nicht noch so ein anderer Doktor eben auf dem Boden? Vielleicht auch doch nicht. Kann mir ja auch mal vertun, ne? So. Anu? Urgent Care Center. Das wirst du dann auch das Beste.
Nimm es dir. Wie viele sind da unten? Eins, zwei, das andere scheinen. Ich habe keine Ahnung. Los, nimm das Geld und flieh! Boah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier, mach dein Gedings an. Ich habe vorher noch nie auch nur einen Cent gestohlen. Los, und jetzt ordentlich auf die Omme. Ja, der kommt gar nicht mehr runter, der Typ. So, was ist mit dir? Hier, guck mal, Fritzelitz. Da ist noch einer, der kriegt den hier ab. So. Ich hoffe, einer meiner Superfähigkeiten ist super Heilung. Oh. Weil ansonsten muss ich nämlich, denke ich, sehr, sehr oft ins Krankenhaus. Also nicht in so ein Krankenhaus, in ein schönes Krankenhaus. Wo keine Dämonen drin sind. Und wo das Blut nicht die ganze Zeit auf dem Boden und komische, da ist ein Auge drin. Also in schönes Krankenhaus. Ja, ich sag mal lieber, also nicht hier. Riesige Apparillos auf dem Boden. Aha, aha, aha. Große Steintafeln. Könnten auch Deckenstücke sein. Sind wohl Deckenstücke. Jetzt höre ich doch was. Was ist das? Da unten, was Grünes. Das gehe ich mir holen. Hops. Erhaltertagebuch. Sobald die Edelsteine alle gefunden sind, ist es schwierig, der Versuchung der Prahlerei zu widerstehen. Aha. Das war's? Na dann, auf ins Gefecht, wa? Yeah! Okay. Dein Sieg ist nicht vom Schicksal bestimmt, Blatt. Frevler, Sie wagen es, unsere Beschwörung zu unterbrechen? Vernichte sie! Tod dem Frevler. Ah, okay, jetzt müssen wir also als erstes den Kollegen hier helfen, den Brother Blood zu besiegen. Finger weg! Und werden. Oh, keine Ahnung. Boah, krass, wie viele Schergen hat denn der dabei, dieser Typ? Ist ja ekelhaft. Und im Anschluss hoffe ich nicht, dass wir gegen Trigon kämpfen müssen. Ich habe zwar das Add-on, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ihr spielt mit der Macht Trigons. Dämonen, erwacht und vernichtet sie. Okay. Also jetzt haben wir hier von jeder Inkarnation dieser Dämonen einen. Was uns aber nicht sehr stören soll, weil wir ja genug Freunde gerade dabei haben. Die in dem lilanen Dress hier ist Raven, die gehört eigentlich zu den Teen Titans. Ist die Tochter sogar von Trigon. Also die Mutter ist irgendwie eine menschliche Thriller gewesen oder eine Zauberin oder irgendwie sowas. Und der Vater ist halt ein Dämon aus einer anderen Dimension. Oder Dämon. Also im DC-Universum einer der Dämonen. Erhebt euch, also Dämonen. Erhebt euch. Nicht irgendeiner, sondern. So eine Art, ja, weiß ich nicht, wie man das sagen könnte. Dämonenkönig oder sowas. Um das schnellst möglich verständlich zu machen. So, komm, den engen Krimmer, den haben wir jetzt. Wo ist der andere hin? Ah, das ist wieder Brother Blood. Jetzt können wir den wieder auf die Mütze hauen. Kann ich reden? Hilf mir! Sei verflucht! Brother Blood hat Sylvana. Pass auf die Ausrüstung auf, Freundchen. Und dann haben wir hier noch Dr. Fate. Wenn die Welt ja, hier, brennt, das ist der mit dem goldenen Helmet. Die Getreuen übrig. Und von dir bleibt nichts weiter als. Ist ein Zauberer, ein sehr hochrangiger Zauberer. Welcher eigentlich nicht so der Superheld ist, muss man ja sagen. Weil Dr. Fate
mehr oder minder nicht der eigentliche Charakter ist, sondern der Geist, der in dem Helm eingeschlossen ist. Und zwar ist es Naboo. Na komm. Schnell. Bring Brother Blood weg von Raven. Und derjenige, der sich den Helm aufsetzt von Dr. Fate, also von Naboo, wird dann zu Dr. Fate. Und dem der eigene Verstand wird sozusagen ausgeblendet in der Zeit, wo dann Naboo übernimmt. Nur ist Dr. Fate, also Naboo, nicht unbedingt immer willens, denjenigen dann wieder freizugeben, sobald das ganze Ding rum ist. Oh, ich muss gerade mal schauen, wie ich wegkomme. Ansonsten... Oh, fuck it. Lass mich in Ruhe. Warum rennen die jetzt nur noch mir hinterher? Lasst mich! Ich will das nicht! Ihr seid doof! Autsch. Ich brauche einen Drink. So, und das Ding. Und jetzt ist wieder Go-Time angesagt. So, kommt her. Aber wenn ich so wenig Leben habe, dann kann ich mich auf keinen Fall mit den Viechern da in den Kampf begeben. Kann ich die hier nicht irgendwie... Das, mein Schatz, lässt sich einrichten. Ja, Brother Blood, der hat so ganz besondere, ihm eigene Vorstellung von... Ach du Scheiße, ich muss hier weg. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich muss mich irgendwie... Gibt's hier nicht irgendwas, wo ich mich heilen kann? Alter Finne. Junge, du hast doch wohl einen Schaden. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht drauf gehen. Ich will nicht drauf gehen. Oh, Junge. Oh, Junge. Schon wieder. Oh, lass mich. Oh, wie ist der denn drauf? Warum haut der mich die ganze Zeit? Hau doch mal die anderen. Ja, Dr. Fate gibt mir jetzt irgendwie hier die halbe Zeit Mana, aber ich brauche kein Mana, Junge. Ich brauche hier Leben. Aha, der Idiot kann nicht fliegen. Oh. Lass mich in Ruhe. Oh, 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 oh. Das wird knapp. So, einmal trinken. Trinken, Junge. Und jetzt nehmen wir hier die Power-Attacke. Und dann nochmal den hier, den Fritzeblitz hinterher. Und jetzt habe ich kein Mana mehr. Fate, gib mir mal Mana. Fate! Trigon wird sich erheben. Und dann werdet ihr brennen. Alter Finne. So, Babes, und was machen wir jetzt noch? Ich sprich mit Dr. Fate. Hey, Fate, alles klar, Junge? Ja, ja. Brother Blood ist gefährlich nahe, Trigon auferstehen zu lassen. Wir haben ihn jetzt aufgehalten, aber sei bereit. Das Böse wird auf dieser Ebene eindringen. Vertrau mir, ich bin immer bereit. Du bist immer bereit? Echt? Was machst du heute Abend noch so? Hey! Ja, scheiße. Immer dasselbe. Gier, Neid, Wollust, Zorn. Meine Sünde ist der Hochmut. Eine Gabe meines Vaters, des Dämons Trigon. Ich bekämpfe ihn schon seit ich lebe. Und fand eine neue Familie, die Titans. Und mehr. Sie unterstützen mich gegen Trigon und seinen Blutkult. Denn mit Trigons Energie auf dieser Welt wird Brother Blood niemals ruhen. Trigon wird auferstehen. Und ebenso sicher werden wir da sein, um ihn zu begrüßen. Yeah!
Ja, dann haben wir auch das wieder verhindern können. Es war echt eine knappe Geschichte, aber wir haben es geschafft. Das haben wir geschafft. Wie kannst du es machen? Unvorstellbar. Ich hasse Gewalt. So, dann fliegen wir mal ein Stück nach oben, damit wir uns ein bisschen von dem Ärger aus der Entfernung... Ich stelle mich mal hier oben eben auf das Dach, oder was? So, und dann gucken wir mal, was unsere Jobliste zu sagen hat. Du hast gesiegt. Trigon wird sich noch nicht erheben. Brother Blood muss seine Kräfte wieder auffrischen, bevor er erneut zuschlagen kann. Kehre zu Cyborg zurück und erzähl ihm, dass wir vorerst gesiegt haben. Okay. Ab zu Cyborg. Und dann werden wir mal schauen, was wir bremsen. Dahin. Mann, was war denn das gerade für ein verkrüppelter Rundflug? Nein, nein, ja. Schön. Mal wieder ein paar Sammelsorien einsammeln. Habe ich denn jetzt was Cooles bekommen? Das müssen wir natürlich auch nochmal eben schauen. Das kann ich verkaufen, 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 verkaufen. Da war gerade irgendwas bei. Da, guck mal, nicht erforscht. Und dämonisch. Yeah, jetzt sehen wir... Nee, das sieht nicht schön aus. Das mag ich nicht. Ach, deshalb haben wir auch am Ende nicht mehr so viel Schaden gemacht, weil unsere Rüstung hier, guck mal, kaputt. Kaputt, alles kaputt. Als der Avatar der Sünde uns da ein paar Mal zu oft ins Gesicht gehauen hat, da hat er wohl unsere Ausrüstung bei gefrackt. Die darauf muss man natürlich auch immer achten, was ich dann nicht getan habe. Was ist denn das nochmal? Nein, nein. Achso, wir haben jetzt mittlerweile zwei Seiten von Dresses. Yeah! Hipster, Superheld. So, dann auf zu Cyborg. Wie wir gerade schon gesagt hatten. Tiefanflug. Yeah! Und ab da rein erstmal. Und dann bin ich gespannt, welche Aufgabenreihe oder was uns dann jetzt erwartet. Ne, der Joker noch grinst, Junge. Irgendwann sehen wir uns. Und dann gibt's ordentlich aus Matt. Wirst schon sehen. Bis dahin habe ich bestimmt den einen oder anderen blitzenden Zauberspruch noch drauf. Oder die eine oder andere Fähigkeit. Boah, so ein Blitz-Kame-Hame-Hadoken-Street-Fighter-Energy-Laser-Diskus-Gedings. Du hast Brother Blood ganz schön eins ausgewischt. Ja, du bist jederzeit willkommen, Trigon mit den Titans in den Hintern zu treten. Mhm. Schön.